Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion, die imperiale Kampagne mit den Sachsen. Ja, es ist Teil 60, wenn ich mich nicht irre. Ich werde jetzt das Let's Play beenden und zwar werden die großartigen Sachsen jetzt die ewige Stadt Rom erobern. Ich sehe hier, wow, könnte man noch etwas Kriegsgerät kaufen. Das wäre mal eine feine Sache. Ja, allerdings, ich glaube, wir belassen es jetzt einfach dabei. Wir erobern die Stadt Rom und das Tor ist sogar offen. Coole Sache. Wir greifen mal direkt an. Wir haben unseren, es ist auch unser Seitenanführer, meine ich. Ja, und es ist natürlich toll, dass also Freya wie eine der Gerissene die Stadt erobern wird. Passt eigentlich auch irgendwie. Und schauen wir mal, wie sich die Römer jetzt anstellen. Also ich denke schon, dass wir das gewinnen werden. Es wird wahrscheinlich recht verlustreich werden. Naja, mal gucken. Das Schicksal hat entschieden. Heute müssen wir kämpfen. Der Sieg steht auf dem Spiel, aber kämpft wie wahre Wölfe und der Sieg wird uns gehören. Und nun, tapfere Krieger, sage ich euch, kämpft mutig, wie man es von euch erwartet. Kämpft wie Männer. Ich dachte, wir sollen wie Wölfe kämpfen. Okay. So, schaut euch die fetten Mauern der Stadt Rom an und schaut euch unsere fetten Belagerungstürme an. Ich habe nicht vor, das Haupttor anzugreifen. Wir gucken uns erstmal die Stadt an. Ah, das ist das Hippodrom, ne? Circus Maximus, ja. Was ist das da für eine Burg? Christliche Basilika. Okay, wir müssen hier hin. Es gibt eins, zwei Zuwege, aber ich glaube, über den hier kommen wir nicht, ne? Da können wir nicht aufstellen, nein. Was haben wir hier? Gießerei. Krasser Scheiß. Schreien. Römer. Aha. Circus Maximus. Ah, das Kolosseum. Ja, Quatsch. Circus Maximus hatten wir ja schon. Das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, dafür, dass das Spiel aus den 90ern ist, meine ich. Oder ist es 90er? Oder ist es 2002? Ich glaube, es ist 2002. Bevor ich jetzt was Falsches sage, machen wir mal lieber weiter mit unserer Einheitenaufstellung. Ich glaube, wir versuchen hier über das Tor zu kommen. Das ist auf jeden Fall der bessere Weg. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das überaus stark garnisoniert ist. Den Rambock, den lassen wir mal da stehen. So, dann holen wir erstmal die Leute mit den Belagerungstürmen. Ja, ihr geht mal hier hin. Ja, dann bitte drehen. Na, das sieht ja ganz gut aus. Wir brauchen doch eigentlich nur die Türme. Die Frage ist, wollen wir, dass die Burgtruppen und die Legionäre da dran sind? Aber ich denke eigentlich ja. Also ich meine, das sind ja coole Einheiten, die wir da haben. Nur die können wir ja nicht in den... Die Burgtruppen können wir nicht in den Schildwall stellen. Ja, lasst... Nee, lasst mal den Turm. Ja, ja. Wir nehmen da den sächsischen Kiel für. Das ist auf jeden Fall besser. Okay. Ja, bitte hier hin. Ja, bitte hier. Mein Herr. Und bitte hier. Okay. Ach, der hat hier noch den Rambock in der Hand. Das brauchen wir nicht. So, dann geht ihr mal hier in den
In den Schildwall. Gesagt, ihr geht in den Schildwall. So. Gleiche gilt auch für die Burgtruppen. Dann sind hier unsere Bogenschützen. Die holen wir aber erst später mit rein, denke ich. Autofeuer. Schildwall. Autofeuer. So. Da kommt die Kavallerie hin. Unser General, den müssen wir natürlich mit dazu nehmen. Und, ach so, da sehe ich ja noch. Wir haben noch berittene Adlige. Feine Sache. Nach vorn, Einheiten, wegtreten. Gruppieren. Einheiten, Standardnummer, wegtreten. Für die Frage, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich das mache, jetzt habe ich die Einheiten so in der Reihenfolge, wie ich sie auch gerne haben möchte. Gut, mit der Ballista können wir hier nicht viel anfangen. Aber wir können mal die Schlacht starten. Und na, das ist ja ein. Also, das ist jetzt aber ein komischer Zufall. Also, jetzt stehen ja die Römer auf einmal alle hier an dem Tor, haben das Haupttor total unbewacht gelassen. Also, das ist ja wirklich merkwürdig. So ein Zufall aber auch. Ja, was hat er denn da drauf? Gegen die will ich eigentlich nicht auf den Mauern kämpfen, gegen die auch nicht. Gegen die Bukelari auch nicht unbedingt, obwohl gegen die Bogenschützen, Bukelari und... Mein Herr. Ja, schmeißt das Gerümpel da mal weg. Lass den Turm. Vergesst den Legionäre. Den Turm. So. Okay. Mein Herr. Ja. Schildmauer. Ja. Schildmauer. Legionäre. Bewegung. Bitte hierhin. Bewegung. Kohorte. Bewegung. Bitte hierhin. Bewegung. Ja. Mein Herr. So, wir stürmen jetzt das Tor. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Da kommt aber alles runter. Hey! Ah, Mann. Jetzt kann ich die Geschwindigkeit nicht mehr beeinflussen. Mach mal langsam. Na, kommt, Leute. Leute, das muss doch zu gewinnen sein hier vorne. Was haben wir denn da? Bauern und, okay, Veteranensöldner, die sind natürlich ein bisschen krasser. Ja, drückt mal nach hier. Ich gebe mal ein ganz klein bisschen Gas. Dann machen wir es halt so. So, und jetzt könnt ihr nochmal angreifen. Gerade irgendeine Einheit eine Erfahrung gekriegt, ich weiß aber nicht mehr welche. Oh, Leute. Muss doch kaputt zu kriegen sein. So, die nächsten Leute. Naja, sorgt wenigstens für Platz da vorne drin. So, holen wir mal den General noch mit.
Also die werden jetzt aufgehalten von einer Tour Bauern und von ein paar Veteranensöldnern. Ja, dann holen wir mal noch die Burgtruppen mit rein. Na also. Truff. Ah, ich hätte ihn direkt mit dazu nehmen sollen. Das hätte viel mehr gebracht. Dann hätte ich nicht so hohe Verluste gehabt hier. Ah, jetzt kriegen sie Schiss. Okay. Dann gucken wir mal gerade, wo ist denn die andere flüchtende Einheit? Keine Ahnung, angeblich ist sie da, aber... Naja. Okay. Wir nehmen jetzt noch die Adligen mit rein. Die nehmen wir auch noch mit rein. Und, ihr stellt euch jetzt mal bitte hier vor den Turm und schlachtet alles ab, was da rauskommt. Dasselbe gilt auch für euch. Einheiten schneller! Lehrträgerbande! Los! Denn ich denke mal, die laufen ja jetzt da runter, oder wie? Das ist komisch bis merkwürdig, aber okay. Ich habe hier nichts gegen gute Unterhaltung. Ja, was dagegen, wenn ich Einheiten verliere, ohne dass er irgendwie richtig, ohne dass ich da selber kämpfen kann? Hau mal drauf. Ja, hier rüber. Aber ganz schön zügig hier. Flott. So, und jetzt ab in den Rücken. Okay, und weiter geht's. Ach so, Moment mal, da... Wie? Die stehen da jetzt wieder, als wäre nichts gewesen? Für einen Arsch, ey, Leute. Druff, aber flott. Ja, aber wirklich Hölle bitte, ja? Ich hoffe, dass das nicht ganz so ernst gemeint, denn, also 80 Burgtruppen sollten doch wohl so ein paar Plänkler aufhalten. Ja, du gehst jetzt mal hier hoch und holst dir mal den Turm. Jetzt hol dich mal dieses scheiß Tor. Das da ist nicht lustig, Leute. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Also gehört sie statt. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Ich denke auch. Obwohl wir ziemlich hohe Verluste hatten, aber... Naja. Einheiten schneller! Ja, wir sind noch nicht fertig. Komm, komm, komm. Lass die Hölle aus.
Ah, Moment mal, da kommen die Limitanee. Macht euch da nochmal zurück. So. Sind alle in Position? Wow, wir haben 4 Einheiten sächsischer Kiel verloren. Das ist ganz schön krass. Das finde ich auch überhaupt nicht lustig. Geht ihr mal aus diesem scheiß Plänkler-Modus raus, bitte. Na, komm, truff. Ja, unser General hat schon eine Erfahrungsstufe gekriegt. Ziemlich cool. Ja, der da oben, der General, der wird nur eine harte Nuss. Ja, geben wir nochmal Gas. Einheiten! Einheiten! Gruppieren! Na, ich hoffe, wir schaffen den überhaupt noch. Also hier unten, da ist Happy Kadaver, Fronleichnam. Also, da ist es echt rund gegangen. Und ja, das waren mal wieder die Elite-Bauern, die das Tor verteidigt haben. Gegen 400 Speerträger von uns. Ja, da rennt doch halt mal. So. Einheiten, Einheiten, gruppieren. Ne, Moment mal, die Bogenschützen will ich da aber nicht drin haben. So. Ja, lauf mal jetzt hier hin. Und die Bogenschützen nehmen wir mal mit. Können wir die Ballista eigentlich mit reinnehmen? Nee, geht nicht. Schade. So. Ja, da sind 2 Generalseinheiten. Ja, oh krass. Ja, stellt euch mal hier hin. So, gucken wir mal. Kriegen wir da schon einen Schuss? So vielleicht? Ich spiele ja mit dem Gedanken, meinen General, seinen General in den Rücken zu schicken. Nur 41 Elite-Bauern. Nur noch 28. So. Gib mal Gas. Das war der kürzeste Ansturm aller Zeiten. Ach, ist ja goldig. Da ist noch ein Equites-Veteranensöldner.
wollte gerade sagen, du stehst doch wieder auf, oder? Achso, ne, Moment mal, bleib mal stehen. Ja, unseren General holen wir da mal ganz kurz raus. Ja, lauf mal hier rum. Ich will eigentlich, dass du ihm in den Rücken fällst. So schön. Soll unser General mal den gegnerischen General ins Jenseits befördern? Elf Stück. Ja, lauf mal noch ein Stückchen zurück. Hält sich ganz schön lange. Kriegsherr ist tot. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Komm, einer ist es noch. Den schafft ihr auch noch. Jawohl. Ihr habt heute mit euren Kriegern einen Sieg errungen. Ja. Der Feind wurde vertrieben. Also ihr seht mir das bitte nach, dass ich das jetzt so... Holter die Polter so schnell gemacht habe. Ich wollte das halt auch in 20 Minuten jetzt rumkriegen. Sonst hätte ich natürlich Rom einfach ausgehungert auf offenem Feld geschlagen. Hätte ich viel weniger Verluste gehabt, ist klar. Aber ich will das Let's Play oder ich wollte das Let's Play jetzt auch so langsam zu einem Ende führen. Wir haben sogar ein paar Beförderungen gekriegt, der sächsische Kiel. Und so richtig endgültig verloren haben wir da keine Einheit eigentlich. Sehr, sehr schön. Wir haben 3 Erfahrungen gekriegt. Es war insofern also eine verlustreiche Schlacht, aber wir haben keine Einheit komplett verloren. Das ist sehr gut. Und damit ist die Grundlage... Ja, Bevölkerung ausradieren, bitte. Damit ist dann die Grundlage für die Weltherrschaft der Sachsen gelegt, würde ich mal sagen. Wir haben Rom eingenommen und werden da jetzt als erstes mal hier die Abtei und die Basilika abreißen und stattdessen so ein schreiendes Ull dahinsetzen oder so. Nee, also egal, wie dem jetzt auch sei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr über 60 Teile jetzt dieser Kampagne gefolgt seid. Und dass ihr mich mit taktischen Tipps unterstützt habt, dass ihr mich mit praktischen Tipps unterstützt habt, dass ihr meine Fragen beantwortet habt, dass ihr euch immer Mühe gegeben habt, für meine schlechte, langsame Taktik Verständnis zu zeigen. Und es wird weitergehen im Mittelalter mit Medieval Total War. Wir haben die antike Welt das Fürchten gelehrt, will ich mal meinen. Unsere Eroberungen sind eigentlich auch sicher. Es werden wahrscheinlich noch irgendwann die Slawen kommen, aber die schaffen wir auch noch. Wir haben die Vandalen besiegt, wir haben die Sarmaten besiegt, wir haben die Romanobriten besiegt. Ich glaube, das war auch so die härteste Schlacht, die es hier in der Kampagne gab. Und... ich bedanke mich dann nochmal ganz herzlich bei euch und freue mich, wenn ihr bei Medieval Total War dabei seid. Also Teil 2 ist das dann, Medieval 2 Total War. Und ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Ich mache jetzt nur eine kurze Pause für ein paar Tage und dann geht's weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.